genommen hat. Er gehört zur Fraktion der CDU im Deutschen Bundestag und ist, glaube ich, in der zweiten Legislaturperiode Abgeordneter und kommt aus, genau, wir sind ja schon mal, also sein Wahlkreis liegt im Sauerland. Zunächst bedanke ich mich sehr, dass er hier ist. Wir werden jetzt so machen, dass er einleitend ein paar Sätze sagt. Natürlich ist klar, dass wir über den NSA-Untersuchungsausschuss schon einiges gelernt haben. Hat Professor Sensburg jetzt auch schon erfahren. Aber er wird zum einen ein bisschen was zur Agenda sagen, aber sicherlich auch zu den Möglichkeiten, was am Ende der Ausschuss bringen könnte, aber vielleicht auch so ein bisschen, wie der Ausschuss eigentlich arbeitet. Dann gehen wir in so ein Gespräch über, dass wir mal noch ein paar Fragen stellen können. Und natürlich wollen wir wie immer das dann auch öffnen, sodass also jeder, der gerne möchte, Frage stellen kann. Deswegen bin ich jetzt erstmal still und überlasse Herrn Professor Sensburg das Wort. Dann teilen wir das Mikro und ich gucke mal, dass ich den Clip noch abmache. Ich darf mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Zu dieser doch sehr, sehr beeindruckenden Konferenz, 30 Jahre, auf ein historisches Jahr zurückgehend. Von daher herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein kann. Ich habe die Tagesordnung natürlich mir auch angeschaut, habe mir noch ein paar Minuten von Peter Schaar angucken können. Wir machen ja mehrere Veranstaltungen in letzter Zeit zu einem ganz ähnlichen Thema gemeinsam, auch mit dem Kollegen Ströbele oder dem ehemaligen Kollegen Leskovic stehe ich öfters auf Veranstaltungen. Von daher freue ich mich auch heute hier bei Ihnen sein zu können. Ich will gar nicht viel Zeit vertrödeln, sondern das ein oder andere kurz als Eingangsstatement ansprechen. Und ich denke, Sie haben viele Fragen und ich probiere dann lieber Ihre Fragen zu beantworten, als dass ich jetzt eine Stunde Monolog halte und dann hinterher sage, tut mir leid, wenn jetzt keine Zeit mehr für Fragen bleibt. Solche Taktiken gibt's ja auch. Also das mache ich jetzt nicht. Vielleicht ganz kurz zwei, drei Statements zum Einsetzungsbeschluss, welchen Auftrag der Untersuchungsausschuss hat und wie der aktuelle Sachstand ist. Ich mache es kurz, Nachfragen sind ja dann möglich. Drei große Themenblöcke sind in der Untersuchung. Was haben die Five Eyes-Staaten bei uns ausspioniert? Zweiter Themenblock, wie arbeiten deutsche Dienste mit ihnen zusammen und machen die alles rechtmäßig? Fragezeichen, großes Fragezeichen. Und der dritte Block, was lernen wir daraus? Welche Empfehlungen kann der Untersuchungsausschuss möglicherweise geben? Der dritte Teil ist natürlich der spannende Teil, weil was bringt das, wenn wir uns zweieinhalb Jahre mit diesen Themen beschäftigen? Viele haben ja zu Anfang gesagt, da kommt eh nichts bei raus. Die wissen ja nichts, das sind ja keine vom Fach. Acht Politiker, was sollen die schon großartig rausfinden? Die wissen ja gar nicht, wovon sie reden. Die anderen haben gesagt, die kriegen nichts raus, weil wir ihnen nichts geben. Können Sie sich vorstellen, wer das gesagt hat? Und die anderen haben gesagt, naja, was soll das großartig bringen? Vom Ausland kriegt man nichts, die Dienste geben nichts, ist ja alles geheim. Und da wird viel Luft durch die Gegend geschaukelt, aber nach zwei Jahren interessiert es eh keinen mehr. Und so war leider auch die Stimmung in der Bevölkerung teilweise. Es war ja 2013 Wahljahr, dann geht man so von Haustür zu Haustür und dann immer, ach Gott, die sollen schon lesen, was ich da als SMS schreibe. Ich habe nichts zu verheimlichen. Ich weiß nicht, ob Sie solche Sprüche auch kennen. Und nicht nur von Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch von Unternehmen. Ich habe mit dem Thema sehr viel mit Unternehmen geredet. Ich glaube nämlich, dass es in einem sehr weiten Bereich um Wirtschaftsspionage hier geht. Dann haben mir viele Unternehmer gesagt, ach Gott, wir sind doch ein kleines Unternehmen mit 300 Mitarbeitern. Wir sind doch nicht interessant für die NSA. Also von daher, bei so einer Sichtweise haben viele gesagt, was soll der ganze Aufwand mit einem Untersuchungsausschuss? Naja, lasse machen, aber rauskommen wird da nichts. Dann natürlich ein schöner Einstieg in ein Thema, wenn Sie dann nach kurzer Zeit, nach einer Sitzung Vorsitzender werden und alle Ihnen sagen, das wird ja doch nichts, das ist sozusagen eine Fehlgeburt. Dann ist das nicht gerade, ich sag mal, ein richtiges Schulterklopfen, macht ihr mal gute Arbeit, wir setzen auf euch, sondern das ist dann erstmal, naja, keiner erwartet eigentlich so richtig, dass dabei rauskommt, der Stempel ist schon drauf. Das habe ich von Anfang an anders gesehen. In der ersten Pressekonferenz, als genau die Fragen auch von den Pressevertretern kamen, habe ich gesagt, am Anfang werden sich alle oder viele wundern, was wir alles rauskriegen werden. Und ich glaube das wirklich. Das ist nicht leicht, das ist richtig. Und wer schnelle Ergebnisse erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht. Dass nach der dritten Sitzung alles klar ist, das konnte man nicht erwarten. Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, geheimdienstliche Aktivitäten, und Geheimdienste haben eben gerade, so verstehen Sie das wohl selber, den Auftrag, die Dinge nicht öffentlich zu machen. Da kann man nicht erwarten, dass die freudestrahlend sagen, na, endlich können wir das mal einem parlamentarischen Untersuchungsgremium geben und wir hoffen, dass das alles auch noch in öffentlicher Sitzung passiert und freuen uns, wenn es dann am nächsten Tag auch noch in der Zeitung steht. Also die Meinung habe ich leider noch nie gehört. So, und von daher musste man doch erkennen, das wird eine ganz zähe Angelegenheit. So, da muss man sich auch ein bisschen geschickt durchlavieren. Und von daher haben wir gesagt,
nachdem das Thema Edward Snowden, zu dem ich gleich auch sicherlich gerne was sagen möchte, nachdem das nicht mehr ausschließlich im Fokus war, kommt es zu einer Zeugenaussage von Edward Snowden oder nicht, dass wir uns Themenblöcke bilden müssen, damit wir relativ Schritt für Schritt, aber geplant die einzelnen Fragestellungen dieses Untersuchungsauftrags auch abarbeiten können. Weil ich habe den Eindruck, ich sage das hier ganz offen, dass der Untersuchungsausschuss in den ersten Wochen nicht besonders viel zutage gebracht hat. Das, was zutage gebracht worden ist, ist durch Presseveröffentlichungen, ist durch das, was Edward Snowden veröffentlicht hat und was dann zum Beispiel bei Spiegel Online gestanden hat im Internet und durch solche Sachen an die Öffentlichkeit geraten, aber nicht durch die intensive Arbeit des Untersuchungsausschusses. Vielleicht kann man sagen, und das habe ich auch gesagt, dadurch, dass wir den Untersuchungsausschuss haben, sind diese Dinge zutage getreten. Aber selber hat es der Untersuchungsausschuss nicht erarbeitet. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, sonst würde man auch, glaube ich, sich mehr ans Revers heften, als der Fall ist. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir die Arbeit strukturieren und wir fangen mit den deutschen Diensten an. Insbesondere, was hat der BND gemacht? Und das halte ich auch für richtig. Denn die Akten, die den BND betreffen, den Verfassungsschutz betreffen, also die deutschen Dienste oder beispielsweise auch die Ministerien, muss uns die Bundesregierung geben. Punkt. Das sieht vielleicht die Bundesregierung oder irgendjemand anders, keine Ahnung. Aber das ist so rechtlich. Und von daher haben wir gesagt, wir fangen mit den deutschen Diensten an. Und wenn wir Dokumente kriegen von den deutschen Diensten, dann werden da auch Dinge drinstehen, die ausländische Dienste betreffen. Und dann haben wir, ich darf das Wort jetzt mal benutzen, im Beifang auch Dokumente, die vielleicht für den zweiten Themenkomplex, was haben die ausländischen Dienste der Five Eyes-Staaten bei uns gemacht, relevant sind. Denn wenn wir als allererstes die Briten gefragt hätten, könnt ihr uns mal alle Dokumente zu dem und dem Themenkomplex rüberschicken? Ich glaube, dann hätten wir lange gewartet. Dann hätte man zu Recht gesagt, da kommt ja nichts bei rum. Die sitzen ja nur da und warten auf die Antwort aus London. Und von daher ist das der richtige Ansatz, mit den deutschen Diensten anzufangen. Und ich glaube, wir sind inzwischen nach einigen Zeugenvernehmungen, gerade ist von Frau Dr. F. gesprochen worden, der Datenschutzbeauftragten des BND, ich teile die Meinung von Peter Schaar, eine sehr mutige Frau, die hat A, dezidiert ausgesagt, die hat ausgesagt, was ist und was sie auch für kritisch sieht und was sie für falsch sieht. Und sie hat Fehler aufgezeigt. Da kann man nicht drum herum reden. Sie hat aufgezeigt, dass Dateianordnungen, es waren übrigens in zwei Fällen, die sie benannt hat, nicht ordnungsgemäß beantragt worden sind und die Dateien trotzdem genutzt wurden. Und von daher, das finde ich eine sehr mutige Aussage in öffentlicher Sitzung, von daher kann man nach meiner Meinung zumindest nicht sagen, dass wir dort nichts in Erfahrung bringen. Und sie hat vieles andere auch gesagt, wo sie eine andere Meinung hat. Das ist eben angesprochen worden als der Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Zum Beispiel bei der Bewertung, welches Recht gilt beim Abgreifen von Signalkommunikation, also von Funkwellen. Und sie hat dann an der Stelle auch gesagt, sie teilt nicht die Ansicht, dass dann Grundrechte nicht betroffen sein sollen. Sie meint, die deutschen Grundrechte wären einschlägig. Also von daher kann ich nur sagen, mutige Aussage. Und ich habe das eben mit Peter Schaar nochmal besprochen. Ich verstehe es als unsere Aufgabe, jetzt auch mal hinzugucken, ob die Frau Nachteile jetzt in Zukunft in ihrer Karriere bekommt. Das fände ich eine sehr traurige Sache. Also das ist auch eine gewisse Verantwortung, finde ich, die man hier als parlamentarisches Untersuchungsgremium hat, die im Blick zu behalten, die bei uns aussagen, ich ergänze jetzt mal, müssen, wenn die es ordentlich machen, dementsprechend ehrlich, und da werden sie darauf hingewiesen im Vorfeld von mir immer, dass sie richtig aussagen müssen, sonst ist das gegebenenfalls eine Straftat. Und wenn sie das machen, dass sie dann auch keine Nachteile in ihrer späteren dienstlichen Tätigkeit haben im BND. Ich finde, das ist eine Pflicht des Ausschusses, darauf zu achten. So, und wir haben jetzt mehrere Zeugen erlebt. Und das Besondere an dieser Stelle ist, man kann ja die Bundesregierung immer kritisieren. Ich mache das ja auch zum Beispiel beim Thema Schwärzungen. Aber man muss auch mal loben, eine Sache, die gut läuft, anders als bei anderen Untersuchungsausschüssen, wir kriegen Zeugen nicht nur Abteilungsebene aufwärts, sondern auch auf operativer Ebene, Sachgebietsleiter etc., die in öffentlicher Sitzung aussagen. Das hat es früher so nicht gegeben. Denken Sie an den BND-Untersuchungsausschuss, denken Sie an andere Untersuchungsausschüsse, zum Beispiel Spendenaffäre, NSU, wo die Landesverfassungsschutzämter immer direkt gesagt haben, nicht öffentlich, geheime Sitzung, alles, was operative Ebene ist, können wir überhaupt nicht in öffentlicher Sitzung machen lassen. Die Bundesregierung stellt uns Zeugen in öffentlicher Sitzung zur Verfügung, wo man jetzt natürlich wieder kritisch werden kann, ist, bis wann können die denn öffentlich aussagen? Wenn bei jeder Sache, die etwas sensibler wird, natürlich die Antwort kommt, das geht nur in geheimer Sitzung, ist die ganze Sache natürlich nur etwas begrenzt. Aber das gibt ja auch ein gewisses Gespür.
Es wäre doch viel schlimmer, wenn die Öffentlichkeit gar nicht dabei wäre. Und ich glaube, am vergangenen Donnerstag, vorgestern, hat man sehr gut gesehen bei zwei Zeugen, die in öffentlicher Sitzung ausgesagt haben, einmal die Differenz zwischen diesen beiden Zeugen. Einer, der sehr bereit war und auch, der das auch konnte, auszusagen, und eine zweite Zeugin, wo ich Bedenken hatte, dass sie als Zeugin überhaupt eine kluge Wahl war, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Von daher muss ich sagen, ich verspreche mir sehr viel von den Zeugenaussagen, aber in der Gesamtschau. Nicht einer alleine, nicht zwei alleine, sondern, und das ist, glaube ich, typisch für, auch wenn Sie das mit Gerichtsverhandlungen vergleichen, in der Zusammenschau der Zeugen, dass man Widersprüche aufzeigt, dass man Diskrepanzen aufzeigt, dass man aber auch Gemeinsamkeiten aufzeigt, dass man Vorhalte macht. Kollege Ströbele war ja hier, der kann das gut als erfahrener Rechtsanwalt, auch Vorhalte machen und sagen, Sie haben doch das und das damals ausgesagt, das stimmt doch gar nicht. Oder der Kollege R.U. hat das und das ausgesagt, wie können Sie jetzt davon reden? Und von daher, glaube ich, muss man an der Stelle auch dem Untersuchungsausschuss ein bisschen Zeit gönnen. Wir werden, um Ihnen das zeitlich einzuordnen, bis Anfang des Jahres, ich kann Ihnen das nur ungefähr sagen, weil das auch ein bisschen davon abhängt, wie die ganze Sache sich jetzt entwickelt, wie intensiv und qualitativ die Aussagen sind, bis Anfang des Jahres den Themenkomplex deutsche Dienste haben. Wir wollen dann zum Bereich Five Eyes Staaten kommen. Und ich habe mehrmals die Mitglieder des Ausschusses darauf hingewiesen, ich halte es für klug, nicht nur auf die NSA und die amerikanischen Dienste zu gucken, sondern auch ein bisschen auf die Briten. Ich habe überhaupt nichts gegen die Briten, bitte nicht mich falsch verstehen. Aber ich sehe einen deutlicheren, charmanteren Anpack bei einem EU-Mitgliedsland, bei einer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung, hier auch etwas bewegen zu können im Nachgang, als bei den Amerikanern, die nun nicht der Europäischen Menschenrechtscharta, der Europäischen Grundrechtskonvention und all diesen Dingen unterworfen sind. Und von daher glaube ich, wenn man etwas bewegen will, dann sollte man verschiedene Tasten der Klaviatur auch nutzen und nicht immer auf einer rumhämmern. Also von daher glaube ich, wäre es klug zu sagen, wir untersuchen doch die Five Eyes Staaten. Ich bin jetzt nicht so sensibel bei Australien, Neuseeland oder Kanada. Aber bei Großbritannien sehe ich einen Anpack. Wenn man etwas verändern möchte, würde ich die eben mit reinnehmen. Übrigens ganz interessant vielleicht auch nach meiner Meinung, dass wir ja schon anfangen und versuchen, von den Five Eyes Staaten Dokumente und Informationen zu bekommen. Ich habe den Eindruck, dass die Amerikaner sich nicht gänzlich verschließen. Ich habe den Eindruck, dass die Briten noch ein bisschen Motivationsunterstützung brauchen. Ich muss mich bei den Dingen etwas vorsichtig ausdrücken, weil ein gewisser Teil natürlich auch als geheim eingestuft ist. Und ich möchte als Ausschussvorsitzender nicht in die Problematik reinkommen, dass mir einer sagt, das ist ja toll, Herr Sensbrüch, dass Sie uns diese ganzen geheimen Dinge jetzt endlich mal sagen. Soll ja nicht schon wieder einen Wechsel im Vorsitz geben. Also von daher werden das Schritte sein, die dann in der Frühjahr, sagen wir, spätes Frühjahr 2015 beginnen. Wir uns auf die Five Eyes Staaten konzentrieren. Mein Ziel persönlich, das ist jetzt nicht abgesprochen mit allen Fraktionen, ob das so kommt, kann ich Ihnen daher nicht sagen, wäre für den Zeitablauf dieses Untersuchungsausschusses, dass wir im Jahre 2016, Ende 2016, unseren Abschlussbericht verfassen. Warum 2016? Da könnte ja einer sagen, willst du dich vorm Wahljahr drücken und die Bundesregierung in Schutz nehmen? Nein, ich glaube nicht, dass dieses Thema zentrales Wahlkampfthema würde. War es auch 2013 schon nicht. Ich habe aber die Hoffnung, wenn wir ausreichend früh mit dem Abschlussbericht fertig werden, 2016, Anfang 2017, kann man die Bundesregierung unter Druck setzen und sagen, ihr, diese Bundesregierung, muss die Empfehlung noch umsetzen, sonst wird es ein Wahlkampfthema. Wenn wir damit im Juni, Juli 2017 fertig werden, dann wird von dem Abschlussbericht nichts mehr angepackt, garantiere ich Ihnen. Das haben wir schon bei anderen Themen gesehen. Deswegen beim Thema NSU, letzte Legislaturperiode, gerade mal kurz vor knapp fertig geworden. Die richtige Diskussion fing dann am Anfang dieser Legislaturperiode nochmal an. Also ich würde gerne so deutlich vorher fertig werden, dass man der Bundesregierung auch klare Aufträge geben kann und sie auch festmachen kann, ob sie es noch vor Ablauf dieser Legislaturperiode umsetzt oder nicht. Das ist ein bisschen aus meiner Vorstellung das Zeitraster. Das muss aber natürlich noch mit den Obleuten im Untersuchungsausschuss abgesprochen werden. Da setze ich das um, was die Fraktionen wollen. Aber ich darf Ihnen ja auch mal meine private Idee sagen. Das soweit zur Zeitplanung. Ich glaube, dass
bestimmte Themen am Ende eine Rolle spielen. Auch hier drücke ich mich sehr weich aus, weil es nicht an mir liegt, den Abschlussbericht jetzt hier vorzuformulieren. Das wäre ja ein fatales Bild. Nach mal gut einem halben Jahr sagt der Sensbrück die Ergebnisse. Dann sagen sich die anderen 7 Leute im Ausschuss, danke, brauchen wir ja nicht mehr kommen, der weiß ja alles besser. Aber ich habe einen Eindruck, wo es um bestimmte Themenbereiche geht, die sensibel sein könnten. Da mag ich vielleicht nicht ganz falsch liegen. Ich glaube, dass das Thema BND-Gesetz ein Thema werden könnte, über das man nochmal nachdenken muss. Ich glaube, dass das Thema, und der Peter Schaar hat es ja auch eben angesprochen, die Trennung von G10 und Datenschutzbeauftragter. G10 beim Justiziar angesiedelt, weisungsgebunden in einem Strang, nicht so unabhängig wie ein Datenschutzbeauftragter, dass diese Trennung, man über die mal nachdenken muss. Da, wo wir sensible, ja, ich sag's nur ganz vorsichtig, ich würde im bilateralen Gespräch mit jedem Einzelnen vielleicht noch deutlicher werden, aber das muss der Ausschuss dann hinterher auch mal festlegen. Dafür sind wir eben ein Kollegialorgan und wir haben keinen Sonderermittler, sondern ist ein Kollegialorgan. Aber da sehe ich so einen Punkt, über den man mal nachdenken muss. Ich glaube, so werden wir an vielen Stellen, Herr Neskovic hat ja auch bestimmte Dinge angesprochen, uns Gedanken drüber machen müssen, wo kann es besser laufen. Ich bin jetzt niemand, der grundsätzlich die Nachrichtendienste in Frage stellt. Wenn wir die Diskussion machen, haben wir eine sehr einfache Lösung. Weg. Punkt. Okay. Dann muss man sich da fragen, warum, ja, stößt auch auf Zustimmung. Dann kann man sich sehr viel Geld jetzt auch mit dem Untersuchungsausschuss sparen. Zumindest retrograd wüsste man dann, was passiert ist, teilweise, aber gut. Ich bin jetzt kein Verfechter, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wenn man aber meint, Datengewinnung durch Nachrichtendienste muss es noch geben, und die Eingriffe sind ja massiv, dann muss man auf der anderen Seite, und das ist immer meine Meinung auch als Jurist, da wo Eingriffe massiv sind, muss ich auch A, die Kontrolle perfektionieren. Und schade, dass Ströbele und ich jetzt nicht zusammen auf der Bühne sind. Christian Ströbele ist ja nun wirklich schon lange, lange Zeit Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Ich wüsste keinen, der länger drin ist. Ich habe es aber auch nie überprüft, aber ich habe mal rausprobieren gekriegt, Sie wissen, was ich meine, wie lange der Christian Ströbele da schon drin ist, also lange, lange, lange. Und da muss man mal gemeinsam überlegen, wie kann das besser laufen. Also wie können wir die parlamentarische Kontrolle der Dienste besser machen? Und da müssen wir natürlich auch mal einen Konsens finden. Da finde ich auch solche Veranstaltungen für geeignet. Also es kann nicht gemeint sein, dass die Abgeordneten hinter dem Sachbearbeiter bei der Datei sich jede Meldung in Pullach angucken und dahinter stehen und sagen, das ist parlamentarische Kontrolle. Wir sind Legislative, nicht Exekutive. Und wir würden total eine Bauchlandung erleiden, würden wir meinen, der Abgeordnete kann den einzelnen Sachbearbeiter im BND kontrollieren. Aber wir müssen ein System haben, wo wir systemische Fehler auch erkennen und nicht abnicken in den Kontrollgremien. Und da ist auch wieder ein Ansatz, wo wir drüber nachdenken müssen, was können wir im Rahmen der parlamentarischen Kontrolle besser machen. So ließen sich jetzt verschiedene Gedanken aufzählen. Sind die alle negativ, wenn ich mal durch die Augen eines Mitarbeiters des BND gucke? Ich finde das alles gar nicht negativ. Wir haben zurzeit eine Riesenchance, den Standort Deutschland für die IT-Industrie, für die IT-Branche, für auch die Bereiche, die im Forschen und Entwickeln sind, die sich tolle Gedanken machen, wieder attraktiver hinzukriegen. Wenn wir einen klugen Umgang mit Datenschutz hinbekommen, wenn wir einen klugen Umgang mit unser aller Daten, aber auch mit den Daten zum Beispiel unserer Unternehmen hinkriegen, dann ist das interessant. Also das ist jetzt nicht eine Meinung, die ich hier vertrete, die ja systemisch ganz kritisch zu sehen ist, wenn man mal staatstragend denken mag, sondern ich glaube, dass das unserem Land gut tut, auch so einen Untersuchungsausschuss zu haben. Das ist der einzige parlamentarische Untersuchungsausschuss, wenn mir nichts entgangen ist, der diesen Auftrag in diesem Rahmen so hat. Und ich glaube, wenn ich mal ins Ausland reinhöre und Rückmeldungen kriege, das wird sehr geschätzt, dass wir so etwas machen. Der Aufwand ist groß. Auch der Aufwand für die Bundesregierung und die nachgeordneten Behörden sind groß. Da sitzen große Teams, um diese Akten zur Verfügung zu stellen. Die scheinen auch viele Stifte zu haben. Das sehe ich auch so. Wenn Sie die Stifte mal ab und zu aus der Hand lassen würden, hätten wir weniger Arbeit in dieser sogenannten Clearing-Stelle. Jedes Ding braucht ja einen Namen. Sodass wir die Sachen, die einmal geschwärzt wurden, jetzt wieder, ich muss ja, den Begriff kann die Frau auch nicht, entschwärzen lassen. Also man kann sich auch den ganzen Tag mit Dingen beschäftigen, wo ich der Bundesregierung auch gesagt habe, es kann nicht unsere Aufgabe sein, dass wir uns Papiere angucken und detailliert über Entschwärzungen jetzt diskutieren. Auch da verstehe ich mich nicht als Sachbearbeiter.
Wir formulieren einen Anspruch und dann muss der umgesetzt werden. Also von daher, wenn dieser ganze Aufwand betrieben wird, dann muss er sich auch lohnen. Und ich glaube, er lohnt sich für den Standort Deutschland. Wir sind nämlich wieder interessanter geworden. Also weit drüber hinaus geguckt über das Thema Datensicherheit, Datenschutz, Bürgerrechte, was ich alles mit unterschreibe, geht es aber auch in den Bereich Wirtschaft hinein. Denn das vielleicht als Schlusswort. Ich glaube, dass neben den ganz wichtigen Bereichen der Betroffenheit der Bürgerinnen und Bürger ein nicht unerheblicher Teil, ich sage sogar der größte Teil von dem, was wir hier sehen, ganz klar Wirtschaftsspionage ist, nicht um etwas zu verhindern, Terrorismus, Anschläge, das auch, also ich will nicht sagen, dass das nicht gibt und das nicht stattfindet, aber dass der größte Teil klar definierte Machtinteressen sind, wirtschaftspolitische Interessen. Das ist meine Meinung und damit komme ich jetzt erstmal zum Ende, weil ich glaube, in der Diskussion kann ich noch vieles sagen, was ich vielleicht jetzt noch nicht gesagt habe, aber sagen möchte gerne. Vielleicht geben Sie mir die Chance dazu. Ich glaube ja und hoffe, dass wir in der Diskussion auch noch in viele Details reingehen. Herzlichen Dank für das Eingangsstatement, dass Sie mir das geben ließen. Ja, vielen Dank, Professor Sensburg. Ich sage noch kurz was Organisatorisches. Wir werden nachher ein bisschen öffnen für eine Diskussion natürlich, aber Sie werden sich anders als vorher hierher bemühen müssen, weil wir kein weiteres Mikro haben. Das heißt, wir machen das spontan mit nach vorne laufen. Ich würde vielleicht gleich mal ein paar Sachen anschließen, die Sie sagten. Vielleicht zuerst, jetzt läuft ja derzeit, das wurde hier teilweise schon thematisiert, dieser Film von Laura Poitras, Citizen Four, der nochmal im Rückblick auf diese anderthalb Jahre, auf diese Skandale blickt, aber vor allen Dingen auch ein Problem, was Sie noch nicht so angesprochen haben, beinhaltet nämlich auch die kooperierenden Unternehmen. Wir haben ja auf der Ebene des GCHQ und bei der NSA und sicherlich auch beim Bundesnachrichtendienst Unternehmen, die kooperieren, teilweise müssen, aber auch teilweise Software, Hardware anbieten. Werden Sie sich diesem Problem innerhalb des Untersuchungsausschusses auch widmen? Ja, das ist ein für uns ganz wesentlicher Bereich. Wir werden Zeugen hören, die auch schon als Zeugen benannt sind, teilweise auch schon geladen sind, die Chefs von diesen Firmen sind. Das ist, geht selbst in den ausländischen Bereich rein, der amerikanischen Firmen. Facebook, Google beispielsweise sind bei uns Firmen, die möchten wir gern hören. Da war bisher auch vor der Sommerpause eine starke Bereitschaft auszusagen. Jetzt kann man immer hinterfragen, ja, warum wollen die aussagen? Weil die so eine reine Weste haben oder weil die eine Showveranstaltung machen wollen und mal den Presserummel auch nutzen wollen, um sich positiv darzustellen? Das kann beides sein. Es liegt an uns, kluge Fragen zu stellen und rauszukitzeln, wie es denn mit der Zusammenarbeit gewesen ist. Wir werden das Gleiche auch bei deutschen Teledienstanbietern zum Beispiel machen, dass wir sie einladen. Und einladen ist jetzt ein bisschen weich ausgedrückt. Deutsche laden wir als Zeugen ein, mit der Pflicht zu kommen. Und dann werden wir auch dementsprechende Fragen stellen, auch in der Historie, in der Vergangenheit zurück. Diejenigen, die bereits ausgeschieden sind aus verantwortungsvollen Aufgaben, die werden wir auch laden. Die Zeugen sind auch schon benannt worden, beispielsweise Telekom. Also die großen Anbieter. Achso, können Sie da den Zeitplan? Können Sie den Zeitplan dafür sagen? Also wann werden sozusagen, wann wird das zeitlich passieren? Also vom Prozedere läuft es in dem Ausschuss so, dass zuerst die Zeugen benannt werden. Wir haben derzeit knapp fast 70 Zeugen benannt. Ich sag mal, jetzt müssen wir schon mal genau gucken. 70 Zeugen klingt total spannend. Jetzt muss man aber schauen, wie oft die Sitzungen stattfinden. Also wir müssen jetzt genau gucken, dass wir hinterher nicht Zeugen nicht mehr vernehmen können. Weil wenn wir sitzungsdonnerstaglich immer zwei Zeugen vernehmen, dann ist der Tag schon voll. Also wir haben jetzt um 11 Uhr angefangen und waren um 23 Uhr durch. Wir hatten schon Tage, da waren wir um 0.30 Uhr durch. Irgendwann sind die Stenografen K.O. und können gar nicht mehr mitstenografieren. Also so eine Zeugenbefragung, jetzt die erste, vorgestern, hat knapp 6 Stunden gedauert. Da ist ein Zeuge da und wird von uns 6 Stunden von vorne bis hinten mit ähnlichen Fragen und so weiter befragt. Das ist schon nicht ganz ohne. Und das ist für Stenografen wirklich auch ganz, ganz schwierig. Übrigens, das ist für netzpolitik.org sicherlich auch schwierig. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier ist. Also ich will jetzt keinen loben. Jeder macht sein eigenes Ding. Aber über den ganzen Zeitraum so qualitativ, nach meiner Meinung gar nicht so schlecht, ein Protokoll anzufertigen, finde ich schon beachtlich. Also der macht das gar nicht schlecht. Und ich verrate jetzt kein Geheimnis. Ich habe das jetzt nicht verifiziert. Also ich habe jetzt nicht alles gegengelesen mit unserem Protokoll. Also das mache ich jetzt nicht. Aber ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Wir haben natürlich auch einen Laptop. Wir machen nicht alles mit Schreibmaschinen und so, ne?
Also, wir haben auch einen Laptop. Und da gucke ich dann während der Sitzung auch schon mal rein. Hat er eben das wirklich gesagt? Weil unsere Stenografen, bis die das natürlich verelektronisiert haben, dann dauert das ein bisschen. Also, ich freue mich, dass der da oben sitzt, sage ich nur. Also nun, man sieht oder man merkt ja, dass... Ich habe einen Teil vergessen der Frage, ich habe nur die Hälfte beantwortet. Also wir haben eine große Zahl von Zeugen benannt. Der konkrete Termin der Ladung wird dann in der Obleuterunde festgelegt und liegt daran, wann die Fraktionen diesen konkreten Zeugen wirklich haben wollen. Deswegen kann ich nicht sagen, der von Ned Cologne kommt dann und dann. Namen ist schon in der Liste, aber wann jetzt die Fraktionen sagen, er soll kommen, zum Beispiel der Peter Schaar ist auch als Zeuge benannt bei uns. Der war auch schon geladen, dann war aber auf einer ganz wichtigen Konferenz und haben wir gesagt, gut, suchen uns jetzt einen anderen Zeitpunkt, wir wollen jetzt auch mal mit diesen Zeugen des BND erstmal weitermachen, dann ist auch okay, wenn der Peter Schaar vielleicht im Januar kommt. Wir werden Ende des Jahres sicherlich auch noch in die höheren Ränge des BND kommen. Ja. Also das haben Sie ja eben schon so ein bisschen dargestellt, dass es durchaus auch quasi so ein Feedback gibt. Also Sie als Mitglieder des Parlaments und Mitglieder des Gremiums auch merken etwa, dass Netzpolitik.org dort ja ein Protokoll führt. Und nun gab es ja auch einige Berichte in der Presse, die durchaus Vorwürfe an die Mitglieder des Gremiums gemacht haben. Also Sie sind als Staatswohlgefährder bezeichnet worden. Es gab ja konkrete Drohungen mit dem Staatsrecht. Also teilweise ist ja die Presseberichterstattung noch relativ hochgekocht, wenn es dann mal wirklich um machtpolitische Fragen geht. Nun haben Sie ja selber auch, Sie sind sozusagen ja Abgeordneter der Regierungsfraktion. Gleichzeitig müssen Sie als sozusagen Dompteur dieser der Obleute auch noch irgendwie und auch noch versuchen, den noch relativ großen Arbeitsplan da durchzukriegen in einer gewissen Zeit. Also wie gehen Sie damit um, dass Ihnen natürlich auch Druck in ganz konkreten machtpolitischen Fragen gestellt worden, dass Sie eben mit dem Geheimdienstkomplex auch eine schwierige Materie haben, die ja, wo der Konflikt zwischen Regierung und Parlament natürlich auch offensichtlich wird oder teilweise offensichtlich wird. Ja, ich bin Westfale, dann ist man vielleicht so ein bisschen ruhiger und bohrt vielleicht mal ein bisschen mehr nach. Also ich habe schon erwartet bei diesem Ausschuss, dass das, ich sag mal, verschiedenste Interessen, die in andere Richtungen geleitet sind, in Einklang bringen muss. Wir haben natürlich einmal mit 8 Ausschussmitgliedern eigentlich eine gute Voraussetzung, miteinander klarzukommen. Die 8 Personen, wenn man regelmäßig zusammenarbeitet, lernt man sich ja auch ein bisschen besser kennen. Wie gesagt, den Christian Ströbele, mit dem habe ich schon viele Veranstaltungen gemacht. Also wir wissen fast, was wer wo sagt und wie man sich die Bälle zuspielt. Da ist man sicher auch irgendwann etwas näher und kommt auch ganz gut miteinander klar, ob das der Christian von Notz ist, ob das die Kollegin Renner ist. Da kommt man miteinander klar und ich glaube, das tut auch zum guten Zusammenarbeiten seinen Teil dabei. Und wenn wir zum Beispiel dann Akten geschwärzt kriegen, wo man wirklich oben den Begriff drauf sieht, eines bestimmten Tools, alles geschwärzt und die Begründung hat nichts mit der Ausschussarbeit zu tun. Ich glaube, dann fällt uns allen der Unterkiefer runter, egal in welcher Partei man dann sein mag. Ich glaube, dass der Ausschuss insgesamt, mit allen Mitgliedern dieses Ausschusses aufklären will. Da ist keiner, der sagt, ich möchte die ganze Zeit auf die Bremse treten. So verstehe ich hier meine Aufgabe. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Meine Aufgabe verstehe ich auf jeden Fall so, das so zusammenzuführen, dass wir erfolgreich sein werden. Ich sage das mal ganz platt. Wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht erfolgreich sind, dann kriegen wir zu Recht irgendwann eine Watschel dafür. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner uns dann Danke sagt. Ich glaube nicht, dass der Präsident vom BND sagt, wenn wir alle aus dem Bundestag irgendwann raus sind, ihr könnt bei uns anfangen. Im Zweifel ist der dann auch nicht mehr dabei. Also von daher, ich glaube wirklich, sinnvoll ist dieser Ausschuss nur, wenn wir am Ende kluge Empfehlungen machen, wie es besser laufen muss, dass nicht alles rund läuft. Ich glaube, wer das noch nicht gemerkt hat, ich meine, gut, vielleicht nutzt der wirklich die Schreibmaschine. Sie hatten eben erwähnt, dass Sie sich auch nochmal auf den, der Ausschuss sich auch nochmal auf den GCHQ fokussieren möchte. Und stellt sich zum Beispiel die Frage, ob Sie auf, können Sie Akten beiziehen von der parlamentarischen Kontrolle, namentlich dem IPT, dem Investigatory Power Tribunal vom britischen Parlament? Können Sie zum Beispiel auch Unterlagen bei den laufenden Gerichtsverfahren, etwa vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, also generell laufende Gerichtsverfahren, die sich mit der Problematik beschäftigen, beiziehen und vielleicht daraus auch weitere Informationen ziehen, die bisher der Öffentlichkeit nicht bekannt sind? Ja, ich habe
eben formuliert, nicht, dass der Ausschuss sich damit beschäftigen möchte, sondern dass ich es klug halten würde, wenn sich der Ausschuss damit beschäftigt. Ich bin immer so sensibel, weil die Kollegen auch alle so sensibel sind. Sonst kriege ich wieder in der Obleute-Runde Ärger und das heißt, Sensburg, du hast gesagt, aber wir haben doch noch gar nicht drüber beraten. Also ich sage nur, ich würde das für klug halten. Ja, mit dem Beiziehen, das ist so eine Sache bei internationalem Bezug. Das Gleiche wie mit den Zeugen. Wir können beim internationalen Bezug prinzipiell erstmal nur bitten. Wir können einen ausländischen Zeugen nur bitten, bei uns auszusagen. Von daher ist das eine relativ schwache Position. Deutsche Zeugen können wir als tatsächliche, formell rechtlich Zeugen laden. Dann haben die eine Erscheinungspflicht oder sie werden vorgeführt im Zweifel. Das ist bei ausländischen Zeugen nicht der Fall. Das ist auch bei ausländischen Dokumenten nicht der Fall. Bei ausländischen Dokumenten sind wir darauf angewiesen, dass wir sie bekommen. Wir könnten theoretisch ein Rechtshilfeersuchen stellen. Das brauchen Sie gar nicht erst anfangen. Wenn Sie mit Rechtshilfeersuchen probieren, geheimdienstliche Dokumente herbeizuschaffen, also dann müssen Sie das Ding so auf 20 Jahre anlegen, dann wird das eine Historikerveranstaltung. Also von daher ist meine Meinung, und das macht es ja auch eben so ein bisschen komplex, zum Beispiel, wenn wir jetzt erste Dokumente kriegen von einem der Five Eyes-Staaten, dann sollten die ersten Dokumente, von denen ich mal vermuten würde, das werden nicht die allerdramatischsten und wichtigsten und entscheidendsten sein, vielleicht nicht am nächsten Tag in der Bild-Zeitung veröffentlicht werden. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ausländische Dienste und ihre Staaten erstmal schauen, kann denn dieser Untersuchungsausschuss das, was er auch immer angibt, wir können Dokumente in einer Geheimschutzstelle aufbewahren, ihr könnt uns eure Dokumente ruhig geben, die bleiben intern und wir ziehen nur die Bewertungen raus, kann der das auch gewährleisten? Von daher, mal platt gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die uns auch mal testen. Wie gehen wir denn mit Dokumenten um? Das ist jetzt kein Ansatz eines Whistleblowers, das gebe ich gern zu. Aber mein Ansatz ist auch, ich möchte genügend Erkenntnisse haben, um hinterher Entscheidungen und Empfehlungen treffen zu können. Meine Aufgabe ist es jetzt nicht, möglichst viel auf bestimmten Kanälen Dokumente zu akquirieren, um die dann nach draußen zu geben. Das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist, so viel Erkenntnisse zu gewinnen, dass wir dem Bundestag eine Empfehlung geben können, wie es besser laufen muss. Und von daher brauche ich Dokumente, sowohl von der Bundesregierung als auch von ausländischen Diensten. Und ich sag mal, wenn ich es mir am Anfang total bei den ersten kleinen Dingelchen, die wir kriegen, verscherze, dann weiß ich, dass man hinterher rennt und dann die Recht haben würden mit der Maßgabe, von denen kriegt er ja eh nichts. Ich habe vielleicht noch eine Frage, die ich stellen will. Und wenn Sie Fragen haben, müssen Sie sich sehr bemühen. Das ist ja sozusagen die Regel wegen der einen Mikrofonproblematik. Meine letzte Frage zunächst wäre erstmal, Sie hatten ja die Schwärzung erwähnt und die sind ja auch an der Presse debattiert worden. Aufgrund der Tatsache, dass von denen, Herr Ströbel sagte, es sind mittlerweile 1000 Aktenordner, seien eben doch relativ viel von dem, was Sie von der Bundesregierung bekommen oder auch von den Geheimdiensten geschwärzt ist. Nun, war zwar vor Ihrer Zeit als Abgeordneter, aber Sie werden sicherlich das Urteil kennen zum BND-Untersuchungsausschuss, dass ja die Rechte des Parlaments und der Vertreter des Parlaments im Gremium sehr gestärkt hat in Bezug auf die Schwärzungen. Ganz konkret ist es ja in dem Urteil so, dass jede einzelne Schwärzung, also Nichtübergabe von Informationen, zu rechtfertigen ist seitens der Bundesregierung. Welche Möglichkeiten hat der Ausschuss? Sie hatten schon gesagt, Sie wollen sich da jetzt auch nicht über jede einzelne Schwärzung streiten. Aber welche Möglichkeiten hat der Ausschuss, gegen diese massenhafte Schwärzen vorzugehen, ohne in diese Sisyphus-Arbeit zu kommen? Ja, ich habe erstmal die Bundesregierung auch als Ausschussvorsitzender genau auf diese Rechtsprechung hingewiesen. Ich habe die rechtliche Überzeugung, dass wir diesen Anspruch haben. Da müssen wir auch nicht drüber diskutieren mit der Bundesregierung, nach meiner Meinung. Wenn die Bundesregierung das anders sieht, dann kann sie sich das Urteil nochmal durchlesen. Oder wir müssten diesen Bereich tatsächlich im gerichtlichen Wege noch einmal klären lassen. Was ich wieder schade finde, weil dadurch würden wir Zeit verlieren. Dieser rechtliche Aspekt ist eigentlich geklärt. Ich möchte auch nicht, ist gerade gesagt worden, jetzt jede Schwärzungsstelle, weil das sind nicht gerade wenig, mit dem Vertreter der Bundesregierung durchgehen. Da bin ich die nächsten Wochen ja nur damit beschäftigt, zu erklären und am besten noch zu diskutieren, warum das nicht geschwärzt hätte sein dürfen. Das kann, so verstehe ich nicht meine Aufgabe. Wenn die Bundesregierung, also ich glaube, das hat die Bundesregierung auch verstanden. Wir haben jetzt auf der Mitarbeiterebene das, was ich eben so als Clearingstelle bezeichnet habe. Da sind dann Mitarbeiter der Bundesregierung, speziell auch des Bundeskanzleramts und da sind die Mitarbeiter der Fraktion. Und da ist auch mein Ausschusssekretär dran beteiligt. Die gucken sich im sehr schnellen Durchgang die Stellen an, was noch übrig bleibt von den Schwärzungen. Weil ich glaube, die Bundesregierung hat erkannt, dass sie mit dem Umfang an Schwärzungen, wie sie ihn zuerst vorgenommen hat, einmal rechtlich neben der Spur ist, um es mal etwas flapsig zu sagen, und auch, glaube ich, im Verständnis nicht mehr. Herr Ströble bringt ja immer sehr plakative Beispiele in dieser Richtung. Ich will jetzt...
Ja, wenn er das gemacht hat, dann brauche ich es nicht wiederholen. Das ist man immer schon in Gefahr, wieder aus irgendwelchen Akten zitiert zu haben. Herr Oppermann hat in der letzten Legislaturperiode auch mal so ein schönes Beispiel abfotografiert und das finden Sie im Internet. Also von daher, das sind Sachen, wenn Sie das sehen, das ist augenscheinlich nicht korrekt. Und das hat die Bundesregierung hoffentlich, ich habe die Hoffnung, dass sie das verstanden hat, und dass wir dann nur noch über einen kleinen Teil an Punkten reden, wo Schwärzungen stattfindet. Über die diskutiere ich auch gerne, bin ich gern bereit drüber. Aber nicht über massenhafte Schwärzungen. So kann man einen Untersuchungsausschuss auch beschäftigen, indem man seitenweise schwarze Dinger sich anguckt. Und das möchte ich eben gerade nicht. Also nicht in die Falle tappen, dass die Bundesregierung einen erschlägt. Am Anfang hieß es, die kriegen ja gar keine Akten. Jetzt haben wir weit über 1000 Akten frei zugänglich und weit über fast 300 Akten als geheim oder streng geheim eingestuft. Ich habe nie gesagt, wir kriegen zu wenig Akten. Ich habe gesagt, pass auf, dass wir nicht zu viele Akten kriegen. Weil man kann einen auch mit Akten zudonnern. Und dann kommt man nämlich nicht mehr hinterher. Und dann sieht man nämlich die entscheidenden Punkte, also den Wald vor lauter Bäumen nicht, die entscheidenden Punkte nicht in diesem riesen Umfang der Akten. Also ich möchte die wesentlichen Akten kriegen und nicht irgendwelche uralt Organigramme, mit denen ich gar nichts, oder Werbebroschüren vom BND oder sonst irgendwas. Also ich möchte punktgenau die Akten kriegen. Und da hatten wir auch einen kleinen Eklat in der vorletzten Sitzung, als uns dann auf einem Beweisbeschluss, den BND 9, so wird er genannt, eben nicht die entscheidenden Akten zur Vernehmung der jetzigen Zeugen zur Verfügung gestellt waren. So, und das geht eben nicht. Der Beweisbeschluss war aus September und nicht von vor letzter Woche oder sowas. Und dann muss man eben in den Ämtern priorisieren und uns die entscheidenden Akten zur Verfügung stellen. Gut, ich würde jetzt einfach mal, ich mache es jetzt mal so, dass ich... Bitte. Ja, hallo Herr Sensburg. Sie hatten ja schon thematisiert, dass die Zeugin vom BND jetzt bitte keine Nachteile in ihrer Karriere haben sollte. Sie als Mitglied der Regierungspartei laufen ja auch in gewisser Weise Gefahr, als Teil der CDU, als Teil der Partei oder der Regierung, die Sie jetzt kritisieren, dass da auch Repressalien kommen. Wäre es denn vor diesem naheliegenden Interessenskonflikt nicht sinnvoller, einen gänzlich unabhängigen Ausschuss zu haben, eine gänzlich unabhängige Ausschussleitung? Jetzt dominiert eben gerade die Regierungspartei die Fragezeit im Ausschuss, hat die Masse an Zeitkontingent. Da muss die Frage erlaubt sein. Gibt es da einen Interessenkonflikt und wie geht man mit dem um? Ja, denke. Ich denke, ich probiere Ihnen eine ehrliche Antwort zu geben. Ich könnte ja jetzt sagen, ach Quatsch, gibt's doch gar nicht. Interessenskonflikte, frei gewählte Abgeordnete, das Leben ist so toll. Also natürlich ist es, glaube ich, doch, wenn man mal ganz ehrlich redet, für jeden so, dass er nicht seinem Parteikollegen mit dem meisten Schwung irgendwo hintreten will. Also eine gewisse Sensibilität hat doch sicherlich jeder. Das würden Sie da auch nicht machen mit dem, den Sie studiert haben, mit dem Sie zusammen in einem Beirat sitzen oder sonst wo. Und jetzt haben Sie da irgendwie einen Konflikt, dann gehen Sie doch mit dem anders um, als den, der Ihnen schon seit der dritten Klasse ständig auf die Füße gelatscht sind. Also ich glaube, keiner ist frei davon, gewisse Sympathien und ich will nicht Apathien sagen, aber ich sag mal, ein bisschen anders mit umzugehen. Wenn man das aber mal ausklammert, was, glaube ich, in der menschlichen Natur liegt, dann habe ich mit dieser Funktion überhaupt keine Sorgen. Das Schöne dabei ist, ich bin direkt gewählter Abgeordneter in einem Wahlkreis, der zurzeit zumindest relativ zufrieden mit mir ist. Komm gerade daher. Gut, was sollen die mir? Ich bin der Meinung, Politik ist ein nicht planbares Geschäft. So, ich habe einen vernünftigen Beruf gelernt, mit dem ich total zufrieden war vorher. Wenn mir das keinen Spaß mehr macht, dann lasse ich's. So, zurzeit macht mir das Spaß, weil ich glaube, das ist eine sinnvolle Aufgabe. Und wenn mir da das Kanzleramt einen bösen Brief schreibt, dann sage ich, gut, dann müssen sich mal alle Gedanken darüber machen, ob das so sinnvoll ist. Das Entscheidende ist, ob nicht nur Sie, insgesamt hinter diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen, der Ausschuss hat eine gute Arbeit geleistet. Wenn dann nach 2,5 Jahren bei rauskommt, dass alle sagen, ja, das war ja eine Nullnummer und der Vorsitzende ist dann am meisten dafür verantwortlich, das fände ich traurig. Und von daher, ich glaube nicht, dass irgendeinem einer auf die Schulter klopft, weil man einen ein bisschen begünstigt oder hier oder da vielleicht anders bewertet. Das halte ich nicht für klug. Ich glaube, wenn man eine seriöse Arbeit macht, dann wird das auch geschätzt. Ich glaube, eine größere Unabhängigkeit gibt einem da auch das direkte Mandat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
Mir ist, wie gesagt, die Stimmung in meinem Wahlkreis sehr wichtig, dass die Menschen da sagen, der macht eine gute Arbeit für den Hochsauerlandkreis, für meine Region. Und das gibt mir hier eine sehr große Unabhängigkeit. Ich habe das schon öfters auch in der letzten Legislaturperiode erlebt. Wenn Sie gegen die Fraktion mal eine Meinung haben, dürfen Sie zum Fraktionsvorsitzenden gehen, ein nettes Gespräch haben, dürfen Sie mal zum parlamentarischen Geschäftsführer essen gehen oder sonst was, werden dann ins Gebet genommen. Das, was ich dann oft als Satz gehört habe, ist, ja, Sensburg, du bist ja direkt gewählt, wir können dir eigentlich nichts sagen. Da habe ich gesagt, jo, so ist das wohl, ne? Ja, gut. Und von daher würde mich nicht scheuen, hier auch Dinge wirklich in den Fokus zu nehmen, die wehtun. Ich habe immer wieder gehört, wenn Sie was unter den Tisch kehren wollen, dann geht's so richtig in die Hose. Und ich war bei der Bundeswehr, ich will jetzt keinen schocken, aber da gibt's so einen Grundsatz, der nennt sich, wenn schon scheiße, dann mit Schwung. Also gut, wenn da Probleme sind, dann haben wir keinem geholfen, wenn wir es unter den Tisch kehren. Ich darf die nächste Frage. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, ich hoffe, ich kriege es überhaupt raus. Also offensichtlich trauen Sie ja noch der Regierung und Sie haben in dem NSA, Sie hoffen ja noch, dass Sie mit der Regierung und mit dem PKGR und mit den Mitteln des Staates durchkommen und das Problem aus der Welt schaffen können. Sie haben in dem NSA-Untersuchungsausschuss diesen bösen Trick gemacht, die Frage, ob Snowden gehört wird, von der Frage, wo Snowden gehört wird, zu trennen. Seitdem misstraue ich dem ganzen Ausschuss komplett. Und für mich steht auf dem Spiel, ob Recht und Freiheit in diesem Land durchkommen oder nicht am Ende. Und für mich ist die entscheidende Frage, wo ist denn Ihre rote Linie, wo Sie aufhören, der Regierung und den Systemen hier im Land so zu misstrauen, also so zu trauen, wie Sie es jetzt tun, aufhören und mit dem Misstrauen, so wie ich, anfangen, sodass Sie endlich für Whistleblower-Schutz sind und damit dem Snowden helfen und damit auch dem Gesetz helfen, das jetzt, glaube ich, gerade im Bundestag wieder diskutiert worden ist, damit wir endlich Whistleblower-Schutz kriegen und mein Recht und meine Freiheit in besseren Tüchern sind. Also gute Frage und ich habe, glaube ich, alles verstanden. Herzlichen Dank. Whistleblower-Schutz hatten wir am Freitag auf der Tagesordnung, wenn ich mich recht erinnere, ist ja ein deutlich weitreichenderer Themenkomplex als der Bereich NSA-Untersuchungsausschuss, aber ein grundlegender Themenkomplex und ist ganz differenziert nach meiner Meinung auch in der Debatte gewesen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Bin ja auch Rechtspolitiker. Von daher bin ich gespannt, ob sich da eine kluge Lösung finden lässt. Es gibt ja auch über Deutschland hinaus verschiedene Ansätze, wie man da Lösungen finden kann. Ich finde aber im Bereich des NSA-Untersuchungsausschusses geht es nicht so um die Vokabeln Vertrauen. Ich war auch immer mit dem Wort Freunde immer so ein bisschen skeptisch. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht in die Politik gegangen, um Freunde zu finden. Ich hoffe, ich habe noch ein paar, aber privat. Mir geht es eher darum, wie kriegen wir was raus? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einem vertraue oder auch einem nicht vertraue. Für mich sind das auch oft Institutionen. Mir geht es darum, dass ich von dieser Institution Bundesregierung, von dieser Institution BND, dass ich dort Akten kriege. Für mich ist das erstmal grundsätzlich wertneutral. Das klingt vielleicht ein bisschen kühl. Aber ich sag mal, so Worte wie Vertrauen habe ich im privaten Bereich. Ich erwarte von denen, dass die sich an Recht und Ordnung halten. Ich erwarte von denen, dass wenn wir einen Anspruch auf Herausgabe von Akten haben, dass wir die auch kriegen. Ich bin dann auch nicht enttäuscht, wenn wir sie nicht kriegen. Ich sehe dann, dass wir was machen müssen. Im Zweifel klagen. Ich habe nur das Wort Whistleblower dafür, dass... Also die Frage war, was muss passieren, damit ich für den Whistleblower-Schutz bin? Ich trenne das jetzt mal von meiner Aufgabe als NSA-Untersuchungsausschussvorsitzender. Der Whistleblower-Schutz bringt mir nicht die Akten vom BND. Der Whistleblower-Schutz, wenn Sie die Frage so stellen, was muss passieren, mit der Edward Snowden nach Deutschland kommt, dafür muss passieren, dass die Bundesregierung eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt. Dafür muss passieren, dass ein Einklang mit dem Anwalt Kalek passiert, dass er auch dann wirklich unter den Rahmenbedingungen kommt. Dafür muss passieren, nach meiner Meinung, dass wir inhaltlich klar werden, was diese Rahmenbedingungen sind. Ich meine, was muss in meinem Gewissen passieren? Schwer zu beantworten, ich weiß, was muss passieren? Also müssen wir vielleicht mal privat klären. Ich schütte Ihnen auch gerne im Zweifel mein Gewissen aus. Aber ich sage ja privat. Also. Hallo, ich habe eine ganz konkrete Frage. Vielleicht habe ich mich auch einfach nicht gut genug informiert. Aber warum werden die Protokolle, die stenografiert angefertigt werden, nicht veröffentlicht von einer öffentlichen Sitzung? Das kann ich nicht nachvollziehen.
Also die Protokolle, sie werden angefertigt von ihren Stenografinnen da und abgetippt und sonst was so alles. Warum müssen wir auf die, also ich bin sehr froh über das, was auf Netzpolitik passiert, aber wenn man das liest, sieht und dann bei der Sitzung auch war, dann merkt man einfach, da sind Lücken drin und das ist nicht wortwörtlich und sonst sowas. Und ich hoffe einfach, dass die Protokolle, die bei Ihnen angefertigt werden, einfach besser sind. Und warum werden die nicht veröffentlicht? Warum müssen wir auf sowas zurückgreifen? Also warum muss sich jemand von Netzpolitik einen anderen Block dahinsetzen und das mittippen? Also ich gehe davon aus, dass die Protokolle veröffentlicht werden. Das dauert halt nur ein bisschen. Ich kümmere mich drum. Also ich gehe davon aus, dass sie veröffentlicht werden. Es gibt natürlich, jetzt müssen wir genau sein, Protokolle aus öffentlichen Sitzungen. Es gibt die Protokolle aus den Beratungssitzungen. Und es gibt die Protokolle aus den nicht öffentlichen und eingestuften Sitzungen, die dann auch selber wieder eingestuft sind. Die Protokolle aus den Beratungssitzungen sind nicht öffentlich, weil auch die Beratungssitzungen nicht öffentlich sind. Da gibt es jetzt nochmal die Abstufung des sogenannten Wortprotokolls. Die sind dann wirklich wortwörtlich und teilweise lesen die sich auch so, weil wenn sie mal hören, was man so im Veranstaltungen von sich gibt, da fehlt dann manchmal entweder Subjekt, Prädikat oder das Objekt, aber alle wussten, was gemeint ist. So sind die Protokolle dann eben auch Wortprotokolle. Die Protokolle sind grundsätzlich nicht öffentlich, werden aber Bestandteil des Abschlussberichts, weil dann darauf Bezug genommen wird. Die Protokolle aus den öffentlichen Sitzungen sind in der Regel sogenannte Kurzprotokolle. Die werden nach meiner Erkenntnis öffentlich sein und müssten auf der Seite des Bundestags zu finden sein. Ich kümmere mich aber darum, ob das der Fall ist. Die müssten eigentlich die ersten sogar schon drauf sein. Kümmere mich drum, wenn das nicht der Fall ist. Ich gucke auch nicht jeden Tag, weil ich habe die Protokolle im Papier da liegen und wir haben sie als PDF auf dem Laufwerk. Wenn jemand, hat schon mal jemand geguckt, sind die schon drauf? Kann das jemand bestätigen? Ja, wir könnten sie auch leaken dann, aber das Schönere wäre eigentlich, das wäre sofort auf der Bundestagsseite zu finden. Also das letzte Mal, dass ich drauf geguckt habe, waren auf jeden Fall zum Beispiel die Dokumente der Sachverständigenanhörung drauf. Zum Beispiel war ja auch der Frank Rieger da. Bitte? Ja, die war auch Livestream, aber auch die Papiere, die abgegeben haben, finden Sie dort als PDF. Von daher, ich kümmere mich einfach drum, ob die Protokolle auf der Internetseite des Bundestages im Bereich des Ausschusses zu finden sind. Also ich habe da gar kein Problem mit, das ist ja öffentlich. Ja, es ist schneller und dafür machen wir es ja auch. Also von daher, das Wort schneller, das kann ich nachvollziehen. Jetzt, da müssen Sie mich jetzt ein bisschen schlagen für. Ich muss die immer freigeben. Also nicht, weil ich die korrigiere, ja, mal langsam. Nicht, weil ich die korrigiere oder sage, da müssen wir den Satz rausnehmen oder sowas, Gott bewahre, mach keine Urkundenfälschung. Aber die kommen halt erstmal zu mir und dann muss da so eine Unterschrift drunter. Und ich habe jetzt am Freitag alleine von 3 Sitzungen mir die Protokolle durchgelesen und habe sie unterschrieben. Also ich hoffe, dass die Dinger, sowohl die Wortprotokolle und die haben dann mal so 40 Seiten. Also es, vielleicht lag das jetzt an mir, dass ich einfach ein bisschen lahm war. Ich will jetzt keinem nämlich anderen die Schuld geben. Aber die Kurzprotokolle müssten nach meiner Meinung auf der Seite des Ausschusses zu finden sein. Und ich kümmere mich drum, ist zu finden? Ja, können Sie sagen, bis zu welchem Datum haben Sie es gerade da? 16.10., da ist noch ein bisschen auf den Ausschussseiten. Okay, also ich kümmere mich darum, dass es dann noch schneller geht. Okay. Ich kann nur sagen, ich kläre es so schnell, wie es geht. Und wenn es nicht schnell genug ist, setze ich mich dafür ein, dass es schneller geht. Okay? Wir haben eine letzte Frage, da wir dann in die Essenspause gehen. Und die gehört Ihnen. Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten 2016 den Abschlussbericht vorlegen, damit die Bundesregierung noch Zeit hat, die Aufträge des Ausschusses umzusetzen. Das hat mich ein wenig bestürzt, muss ich sagen, denn soweit es dabei um Gesetze geht, und nur da können Sie wohl irgendwelche Aufträge formulieren, ist ja das Parlament im Grunde dafür zuständig, diese zu erlassen. Wie groß sind denn die Chancen, dass sich an dieser wichtigen Stelle genügend Parlamentarier aufraffen, selbst zumindest in der ersten Runde Gesetzesvorschläge zu formulieren, statt sich wie üblich auf die Ministerialbürokratien zu verlassen? Ja, verstanden. Sie haben natürlich recht. Ich könnte Ihnen jetzt natürlich auch sagen, ja, wir haben das einstimmig beschlossen, den Einsetzungsbeschluss. Dann werden wir auch einstimmig hier Gesetze beschließen. Jetzt muss natürlich mal konkret werden. Also es gibt ja in ganz wenigen Situationen in der Parlamentsgeschichte die Situation, dass das Parlament selbst das Gesetz
schreibt. Also dass der, wie das Grundgesetz das vorsieht, aus der Mitte des Parlaments kommt der Gesetzesentwurf. Präimplantationsdiagnostik, letzte Legislaturperiode, wenn es mal an solche Themen geht. Also dass sich hier, ich sag mal, so ein Bündel Abgeordneter hinsetzt und jetzt beim BND-Gesetz anfängt, Standardmaßnahmen zu formulieren. Vielleicht mit so einem Gesetzkommentar aus dem Polizeigesetz daneben und oh Gott, Trennungsgebot, hat der Peter Schaar eben gesagt. Also von daher, ich denke, es würde so laufen, dass das Parlament einen Abschlussbericht formuliert, da hoffentlich sehr konkret Aufträge an die Bundesregierung drin sind, noch in dieser Legislaturperiode Gesetzesentwürfe ins Kabinett einzubringen und dann auch ins Plenum, weil sie müssen ja dann auch durchs Plenum gehen. Und Sie kennen das Strucksche Gesetz, kein Gesetz verlässt den Deutschen Bundestag, so wie es die Bundesregierung eingebracht hat. Entscheidend ist, was hinten mal rauskommt. Also wird es uns gelingen, am Ende, meine Hoffnung, noch in dieser Legislaturperiode zu Gesetzesänderungen zu kommen, das hat jetzt eingeschlossen den parlamentarischen, gesetzgeberischen Prozess. Also sagen wir nicht nur, dass die Bundesregierung sagt, haben wir angenommen, wir haben uns gute Ideen gemacht und jetzt ist die Legislaturperiode zu Ende, dann wird es auch im Juli reichen. Also mir kommt es darauf an, dass wir da noch was umsetzen können und das schließt den parlamentarischen Gesetzgebungsprozess mit ein. Aber wir müssen, glaube ich, bei den komplexen Sachverhalten auch ehrlich sehen, es wird schwer sein, die 631 Abgeordnete, ich sag mal, in Gruppen zusammenzubringen, die dann wirklich Gesetze formulieren. Ich sitze gerade an einem Beitrag, der beschäftigt sich mit dem Titel Gesetzesrhetorik. Da erkläre ich aber nochmal die Details des Gesetzgebungsprozesses bis hin ministerielle Feinabstimmung, die Frage der Rechtsförmlichkeitsprüfung, wie man überhaupt so eine Paragraphen formuliert. Das ist ja nicht so einfach, ist ja nicht trivial. Also von daher, wenn wir da wirklich was durchkriegen wollen im Ergebnis, dann glaube ich, muss man die Ministerien mit einbinden. Man muss eben nur vorher formulieren, was hinten mal rauskommen soll als Parlament. Die Stärke muss man haben. Wenn man denen so einen Rahmen gibt, mach mal das BND-Gesetz besser. Ja, okay, dass dann nichts, nicht was Unterschiedliches bei rauskommen kann, das muss ich so formulieren, das muss auch klar sein. Also ich glaube, es wird nicht ohne Einbindung der Ministerien bei diesen doch komplexen Sachverhalten gehen. Gut, ja, mir bleibt sozusagen, mich nochmal zu bedanken. Ich denke, Sie werden ja als Ausschussvorsitzender relativ häufig Rede und Antwort stehen müssen. Also vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind und, glaube ich, auch einen Einblick gegeben haben. Nichtsdestotrotz ist Ihnen ja klar, dass wir das alles aufgezeichnet haben und Sie natürlich am Endergebnis messen werden.